Kapitel 4 Murphys Gesetze. Little Italy, 11. Februar 1945. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Okay, triff dich mit Joe bei Freddy's, nimm eine Waffe und Dietrich hier mit. Soweit ich weiß, haben wir unsere Waffe automatisch dabei? Und Dietrich hier, ich habe keinen Bock, jetzt nochmal Dietrich hier zu kaufen. Vielleicht sollte ich mir gleich erstmal ein neues Outfit kaufen. Waffen sind hier nicht erlaubt. Ich bin doch bald Mafiosi, das ist mir doch egal. Unglaublich. Okay. Da grunzt irgendwas. Ich glaube, das ist ein Schweinehund. So. Das. Nee, gar nicht hier. My Garage. Wagen reparieren. Läuft. So. Wollen wir mal eben gucken. Hier kann man. Genau, bei Giuseppe. Dietriche kaufen. So, einmal hier rum. Ja, wir fahren jetzt eben Dietriche kaufen. Weiß ich gar nicht, ob wir auch Munition kaufen können. Bestimmt. Ich weiß nur nicht, ob das auch bei Giuseppe geht oder ob es hier irgendwie Waffenläden oder sowas gibt. Aber das werden wir ja dann sehen. So, ich bin Mafiosi, ich gebe immer Vollgas. Pizzeria! Ah. Geil. Ich stehe auf Pizza. Ist das so gut, mit dem Wagen hier hinzufahren? Ich meine, wir haben den Wagen hier geklaut. Achso. Ey, die Vögel sind vom Hupen weggeflogen. Geil. Okay. Giuseppe. Du Giuseppe. Buon pomeriggio, Vito. Moin. Ich habe alles, was du brauchst. Was für Diebe und Einbrecher. Dietriche, haben wir. Fühlst du dich gut? Ist das direkt die ganze Wache? Sonst noch was für dich tun? Das dürfte das Richtige sein. Das dürfte das Richtige sein. Ja, das glaube ich allerdings auch. Wiedersehen, Vito. Jo, tschüss. Mein bester Kunde. Lügner. Du Lügner. Du linke Bazille. Ah, okay. Das habe ich sogar zwei Waffen mitgebracht. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. So. Ab zu Joe. Was haben wir denn für einen Auftrag? Ich habe damals, wo Mafia 3 angekündigt wurde, habe ich so gehofft, dass die Story von Teil 2 fortgesetzt wird. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie Teil 2 geendet hat. Mit den DLCs und so. Ich will mal mit Viereck aussteigen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber das werden wir ja bald sehen. Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. So bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Nur zwei Werden Monate? Wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was?
Tu es! Jetzt! Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. Mhm. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reindrehen. Hey, keine Panik, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Ja, eben. Und warum sollten Monteure von der Telefongesellschaft nachts arbeiten? Finde ich nicht cool. Finde ich gar nicht cool. Okay. Huch. Pardon. So, los geht's. Hi, wie ist es am Hafen gelaufen? Meinst du mit Derek? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Na, ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber nur Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Das hat er nicht. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Mal schauen, ob wir uns vielleicht später auch noch an Derek rächen für das, was er unserem Vater angetan hat. Aber wir müssen, glaube ich, erst einmal die Schulden abbezahlen, die unsere liebe Schwester und die Mutter gemacht haben, glaube ich. Naja. Ah, dieses ewige Rumgegurke hier. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Ja, klar. Hallo? Im Krieg gab's keine Ampeln. Also. Er hat mir einfach die Vorfahrt genommen. Hier, er auch. Arschloch. So. Ich würde sagen... Scheiße, wir sind da. So. Wie kommen wir denn dort rein? Ah, hier wahrscheinlich. Ist das eine gute Idee, jetzt wo die Bullen da rumfahren? So. Entschuldigung, nicht Bullen. Jetzt wo die Polizei da rumdüst. Los geht's. Oh Gott, gibt's hier keine Wachleute? Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Was zur Hölle? Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät, hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, klar. Was ihr auf habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ach, Scheiße! Leg dich am Arsch. Nichts wie raus hier. Oh Mann. Ich hoffe, ich muss nicht vorlaufen. Sonst wird das wieder so ein Desaster wie in der letzten Folge. Wir müssen schleunigst hier raus. Oh, zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs. Und wenn die Bullen kommen? Scheiße, na los doch! Nichts wie raus hier! Ja, lauf doch! Versuch's ja! Verdammt, die Bullen! Ach so. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Okay. Schon, du scheiß Teil, geh auf. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Ja klar, gern geschehen. Was?
Geh du mal lieber vor. Keine schon. Bewegung! Polizei! Zurück. Ihr sitzt fest! Hier. Scheiße! Was? Nein, 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 wir sitzen nicht fest. Wir fliehen doch nach oben aufs Dach. Wir haben doch bestimmt einen Mafia-Helikopter. Ein Mafia-Copter. Verstehst du? Alles gut. Uns passiert nichts. Wir helikoptern gleich einfach away. Scheiße, wieder eine Sackgasse. Typ. Weg da. Oh shit. Nein, nicht nachladen. Oh, verdammt. Okay, es endet genauso wie letzte Folge. Es wird genau so enden. Och, komm schon. Sagt alles ein, Jungs. Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf die Bullen. Na los doch, nicht zieh raus hier. Ja, komm. Ich versuch's ja. Verdammt, die Bullen. So. Alter. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Sorry. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Ja, da war nur einer. Komm schon, du scheiß Helge, auf. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Wenn du die gleiche Scheiße bei der Treppe jetzt nochmal abziehst, ne? Dann schwöre ich dir. Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Dann wirst du deines Lebens nie mehr froh. Folge Joe und nimm die Treppe. Ja. Joe ist wieder ein bisschen am Rumpimmeln. Scheiße! Scheiße, wieder eine Sackgasse. Ich kann Granaten. Alter. Lauf doch. Scheiße. Wo ist er? Joe? Komm schon, Vito, beweg deinen Arsch. Bist du wahnsinnig? Da ist alles vereist. Ein Ausrutsch und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du in den Knast? Hä? Sogar in die Eier geschossen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ja, klar, nachladen. Ja, komm. Überzeugt. Wie? Dude? Wie komme ich denn? Ja. Ich versuche es doch, du Arsch. Hä? Okay, was? Warum? Muss ich hier nochmal irgendwas triggern? Nee, ne? Hä? Da unten stand unser Auto. Warum komme ich denn da jetzt nicht? Joe? Alter, ich versuche es doch. Ihr wollt mich doch verarschen. Das kann's doch jetzt nicht sein.
Jungs. Wollt ihr? Vielleicht mal wieder um die Ecke gucken? Komm. Kann ich vielleicht deshalb nicht da drauf? Eventuell? Ich weiß es doch nicht. Ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Controller! Komm schon. Ernsthaft? Deshalb ging das jetzt nicht? Leute, Alter. Schwing deinen Arsch hierher! Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Scheiße! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. In der Tat. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Verdammt, ja, dann geh doch. Officer Dummnase. Keine Bewegung, Polizei! Ihr sitzt fest! Sie sitzen fest. Das gibt es nicht. Oh, Alter. Puh. Ernsthaft. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Mhm. Ist klar. Support our troops in Europe. Mhm. Verdammt, die Bullen. Natürlich. Keine Bewegung, Polizei! Ihr sitzt fest! So. Verdammt. So. Immer noch? Oder wo schießt der hin? Nein. Achso, mit X. So. Das gab erstmal einen Satz warme Ohren, Leute. So. Meine Deckung. Nein! Was machst du denn da, du Lappen? Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Mhm. Hey, du Schwachkopf, wie lange dauert das noch? Ey, willst du mich verarschen? Das glaubt uns ja nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Okay. Verpiss dich, Bulle! Voll dich! Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wird er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Problem. Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Ich weiß nicht, gebe ich mir Mühe? Ich glaube, ich gebe mir Mühe. Plus $1000? Okay. Okay. Da sage ich jetzt ganz bestimmt nicht Nein dazu. Was ich jedoch sage ist, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wie immer ein bisschen stressig und chaotisch, aber wir haben es geschafft. Das ist kein Bulle, ne? Nee, okay. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.